Daniel in der Löwengrube. Als Darius König wird, bestimmt er 120 neue Statthalter. Darüber setzt er 3 Fürsten. Sie alle sollen Darius beim Regieren des Landes helfen. Daniel, einer der Fürsten, ist sehr klug. Klüger als alle anderen Statthalter und Fürsten. Der König denkt darüber nach, ihn zum höchsten Beamten des Landes zu machen. Die anderen Beamten werden neidisch und sie verschwören sich gegen Daniel. Doch so sehr sie auch versuchen, Daniel etwas anzuhängen oder ihn bei einem Fehler zu ertappen, sie finden nichts. Wir werden keinen Fehler an Daniel finden, außer seinem Gottesdienst, stellen sie fest. Da haben die Beamten eine Idee. Sie treten vor König Darius. Erlass ein Gesetz, dass in den nächsten 30 Tagen niemand von einem Gott oder von einem anderen Menschen etwas bitten darf, außer von dir, König. Und wer dieses Gesetz nicht hält, der soll in die Löwengrube geworfen werden. König Darius unterschreibt dieses Gesetz. Daniel erfährt von dem Gesetz, aber das kann ihn nicht davon abbringen, seinen Gott zu loben und ihm zu danken. Wie bisher betet er weiterhin 3-mal am Tag zu Gott. Seine Feinde beobachten, wie Daniel betet, und gehen sofort zum König. König Darius, du hast ein Gebot erlassen, dass niemand etwas bitten darf von einem Gott oder von einem anderen Menschen außer dir. Ja, sagt Darius, das habe ich unterschrieben. Und wenn jemand dieses Gebot nicht hält, dann soll er in die Löwengrube geworfen werden, erinnern ihn Daniels Feinde. Wieder muss er ihnen recht geben. Aber Daniel hält dieses Gebot nicht. 3-mal täglich betet er zu seinem Gott, sagen sie. Da wird König Darius sehr traurig und er überlegt, wie er Daniel helfen kann. Als die Sonne untergeht, ist Darius nichts eingefallen. Er hat das Gesetz unterschrieben, Daniel hat es gebrochen und nun muss er den Löwen vorgeworfen werden. Als Daniel zu den Löwen in die Grube geworfen wird, sagt Darius zu ihm: Ich hoffe, dass dein Gott dir hilft. Da wird ein Stein vor die Öffnung gelegt, den der König selbst mit seinem Ring versiegelt. Dann geht er nach Hause. Der König kann nicht essen und auch nicht schlafen vor Sorge um Daniel. Als der Morgen anbricht, eilt Darius zur Löwengrube und ruft ängstlich nach Daniel. Lebst du noch? Hat dein Gott dir geholfen? Daniel ruft aus der Grube heraus. Der König lebe ewiglich. Mein Gott hat einen Engel gesandt, der hat den Löwen den Rachen zugehalten und sie haben mir nichts getan. Da wird König Darius wieder froh. Er lässt Daniel aus der Grube herausholen. Daniel ist nichts geschehen, denn er hat seinem Gott vertraut. Zur Strafe lässt König Darius nun Daniels Feinde in die Grube werfen. Und jeder soll zu Daniels Gott beten, weil er der lebendige Gott ist. Thank you.